Der 30-jährige Krieg wütet in deutschen Landen. 1629 erreicht er auch das Vogtland. Den Heeren, Plünderern und Marodeuren stehen die einfachen Menschen machtlos gegenüber. Doch einer von ihnen nimmt den Kampf auf. Bis heute erzählen Sagen und Überlieferungen von den Taten der verwegenen Schar des Georg Kresse, genannt der Bauerngeneral. Aber es sind schon 5 Tage. Wenn Sie es wünschen, kann ich ein paar Knechte durch die Dörfer schicken und Knollenbäcker suchen lassen. Nein, nein, da steckt was anderes dahinter. Der Barbier hat einen Auftrag von mir. Und er war eilig. Kresse? Wer sonst? Knollenbäcker hat uns in den Eichengrund geführt. Knollenbäcker ist den Spuren von Kresses Mädchen gefolgt. Wer will sagen, dass er nicht bemerkt wurde? Die Anne, ich kann sie mir ja mal vornehmen, obwohl ich mir nicht sehr viel davon verspreche. Das kommt ja wohl auf die Art der Befragung an. Am besten ist, Sie zeigen ihr die Instrumente. Foltern? Sie wird gerade geholt. Ich gebe zu bedenken, es ist Kresses Braut. Irgendwie dringt es nach außen. Glauben Sie, dass er sein Mädchen unseren Händen überlässt? Haben Sie Angst vor einem Bauern? Ich habe auf der Hohen Schule zu Wittenberg keine schlechte Klinge geschlagen. Das erwarte ich von Ihnen. Aber solange der Kresse da draußen ist, ein Wort von ihm genügt und die Männer kommen aus allen Dörfern. Und es sind nicht mehr dieselben, die sie waren, ehe die Kaiserlichen ins Land kamen. Dreschflegel, Äxte. Der Kresse hat ihnen Gewehre gegeben. Durch ihn haben sie gelernt, dass sie allein gar nichts, gemeinsam aber eine Macht sind, die sogar mit Einheiten der Kaiserlichen fertig wird. Früher, da hätte das Dutzend Doppelsöldner auf Reichenfels ausgereicht, um sie in Furcht und Schrecken zu versetzen. Aber heute... Lassen Sie mal den Kresse zum Sturm blasen. Ohne zu zögern, setzen Sie uns den roten Hahn aufs Dach. Ich denke, wir wären gut beraten, wenn wir das in unser Kalkül einbezögen. Ja? Die Kressebraut war nirgendwo zu finden. Sie ist seit Tagen verschwunden, gnädiger Herr. Ach, genügt Ihnen das als Beweis? Aber Ihr Vater ist im Dorf. Befehlen Euer Gnaden, den herzuholen? Nein, gehen Sie. Wir machen das ganz anders. Und schön ist es hier. Euer Vogtland ist mir ein richtiges Zuhause. Nirgends habe ich so viele Freunde gehabt, wo ich auch gewesen bin. Nirgends Menschen, die so viel für mich getan haben. Ja. Naja, und wenn du, ich meine, wenn das alles mal vorbei ist, ja, wieder als Doktor arbeitest, dann wirst du dich vor Zulauf aus den Dörfern kaum retten können. Die Leute gehen doch nicht mehr zu den Wunderdoktoren. Die haben doch Angst vor deren Fuschereien. Angst vor ihren Rechnungen. Na, ich nehm's in Naturalien. Und wenn du kommst, du hast es umsonst. Hier fließt die Tribis. Sein Fluss hat sich tief in die Landschaft eingegraben. Hat die Hochfläche durchschnitten. Hat steile Hänge gebildet. Da tritt der Grünstein hervor. Ja, und? Ich soll der Teufel holen, wenn die Herren nicht irgendeinmal gehofft haben, ein Gestein Silber oder sogar Gold zu finden.
Sie brauchen doch immer Geld. Genau wie wir. Wetten, dass Sie es versucht haben? Hier gibt's aber keine Leute, die sowas können. Also, wenn sich vom Harz oder aus dem Erzgebirge Bergknappen geholt haben. Die sind aber wieder weggezogen, als es sich herausstellte, dass es vergebliche Liebesmühe war. Dass sie da waren, das hat man mit den Jahren vergessen. Aber die Gänge sind geblieben, die sie in die Berge getrieben haben. Und in so einem Gang konnte er auch überwintern, das stimmt. Hab mich manchmal gefragt, wie der Kaiser es aushielt, draußen in Schnee und Eis. So erklärt sich's. Leider weiß niemand mehr, wo die Bergknappen gegraben haben. Wer sagt denn sowas? Haben die Müfflings schürfen lassen? Haben die fraglichen Stellen auch auf Karten verzeichnet? Das ist so klar wie das Amen der Kirche. Da oben gibt's doch nichts, was nicht aufgeschrieben wird. Na dann los, auf ins Schlossarchiv. Was du da sagst, hat was für sich, Johannes. Mann, wenn wir den Kasse kriegen, haben wir ausgesorgt für den Rest unseres Lebens. Aber erst trinken wir noch einen. Na, ich mach die Runde. Wie es der Teufel will, taucht wieder einer der ungebetenen Gäste bei uns auf. Daniel? Ja? Aber mach nicht so lange, wir essen bald. Ja, also ein bisschen wird's schon noch dauern. Seit du hier bist, lebt sich's viel besser in der Höhle. Hättest du dir eigentlich träumen lassen, dass unser Zusammenleben mal in Fels und Gestein beginnen würde? Ewig wird's ja nicht dauern. Hoffe ich. Mit uns? Mit der Höhle meine ich natürlich. Du weißt genau, was ich meine. Weißt du, was mich immer wundert? Dass wir im Rauch nicht ersticken. Wie kommt es eigentlich, dass der Rauch so gut abzieht? Die Bärenhöhle ist keine Bärenhöhle. Wieso? Naja, ich meine keine natürliche. Als Daniel hier sich zum ersten Mal umsah, bemerkt er sofort, dass das hier das Werk von Bergleuten ist. Bergknappen in unserer Gegend? Davon habe ich ja noch nie gehört. Auch schon lange her. Vergiss. Wir sind mit eurem Eifer zufrieden. Es ist uns eine Genugtuung, so tüchtige Männer in meinem Dienst zu haben. Ihr könnt gehen, Leute. Auch Ihnen danken wir, Herr Kriminalleutnant. Was befehlen Sie zu tun? Wir wollen nichts überstürzen. Der Casus Criminalis will reiflich bedacht sein. Wir lassen Sie unsere Entscheidung wissen.
Hochwohlgeboren sollten keine Zeit verlieren. Sie sind in der Vorhand. Mit diesem Wissen können wir den Kresse überrumpeln, bevor er seine Leute zusammenbringt. Da drüben sitzt er also. So nah. Wer hätte das gedacht? Dieser Bursche ist tollkühn. Eine Unverschämtheit, Hochwohlgeboren, unter ihren Augen. Er verhöhnt sie. Es hätte sogar eine gewisse Größe. Wir sind geneigt, das einzuräumen. Aber im Bauern Tölpel und Größe, das passt nicht zusammen. Das passt nicht zu deren Art von Schlauheit. Wir glauben nicht, dass dieser Stollen Kresses Versteck ist, so lautstark das eben auch behauptet wurde. Zu unserem Bedauern haben wir eben gesehen, dass selbst unser Kriminalleutnant und seine Spürhunde bis zu einem gewissen Grade der Faszination dieses Aufruhrs erlegen sind. Sie trauen ihm das Außergewöhnliche, das Bedeutende zu. Das tun wir nicht, für uns ist nicht erwiesen, dass er da drüben sitzt. Auch da wurde begraben, hier und dort, eine Hülle so gut wie die andere. Warum muss es diese sein? Die Schnelligkeit, Hochwohlgeboren, mit der Kresse reagierte beim Abzug der Kaiserlichen. Erlauben Sie mir, die Förster in die Nähe der alten Stollen zu schicken. Sie können sich unverdächtig im Wald bewegen. Ja. Und dann geben Sie mir freie Hand. Nein. An uns ist es weiter zu denken und klug abzuwägen. Wir erinnern uns, dass wir es Kresse verdanken, wenn uns die Dörtendörfer noch Pferde von leisten können. Ja. Wenn aus all unseren Dörfern Milch, Butter und Käse in volle Menge zur Verfügung sind. Wenn es uns auf Reichenfels nicht an Futter und Brot Getreide mangelt. Das muss unsere Entscheidung mitbestimmen. Warum eigentlich sollten wir den Mann nicht gewähren lassen? Solange er sich nicht erdreistet, die Hand gegen unsere Person zu erheben, er nutzt uns doch, ihren Bäumchen. Tatsächlich, er nutzt uns. Gestatten Sie mir ein offenes Wort, gnädiger Herr. Immer zu. Dieser Gedanke ist eines Krämers würdig, nicht aber eines Edelmanns. Was erlauben Sie sich? Sie brauchen den Kresse nicht, Hochwohlgeboren. Wer hindert Sie daran, selbst die Bauern zur Verteidigung gegen Übergriffe aufzurufen? Versprechen Sie ihnen Hilfe, lassen Sie Waffen verteilen. Und Ihnen wird die Liebe des Volks zuteil. Die, die der Kresse jetzt hat. Schalten Sie ihn aus, bevor er zu mächtig wird. Damit nicht wieder wie vor 100 Jahren ein Kresse einen Müffling vom Pferd wirft. Lassen Sie ihn ungeschoren, ich stehe für nichts, gnädiger Herr. Frau von Müffling denkt, der Kresse wird allein und keine Gefahr mehr sein, sobald das Leben hier wieder ganz in gewohnten Bahnen läuft. Aber das tut es nicht, Hochwohlgeboren. Man hört von ununterbrochenen Siegen der Schweden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gustav Adolfs Truppen auch im Vogtland erscheinen. Und sobald die auftauchen, da wird der Kresse seine Schar wieder um sich sammeln. Und zwar stärker als zuvor. Schicken Sie Ihre Förster aus, wir wollen wissen, was Sie erkunden. Wenn ich es recht bedenke, ich glaube, Sie sollen Ihren Kresse haben. Thank you.
gerade in der Tat. Schille, der Triebsmann war. Hey, komm in, bitte. Schlepp dich. Wer ist noch im Haus? Ich bin allein. Chefin, euer Anak. Oh, Chefin. Wo ist denn die nächste Truppe des kaiserlichen Heeres? Das weiß ich nicht. Von hier aus sind sie weg. Schon seit Wochen. Gegen die Schweden kämpfen. Ihr müsst euch beeilen, wenn ihr sie noch einholen wollt. Sonst sind sie ohne euch. Dümmkopf, wir sind die Schweden. Was ist das für ein Dorf, die Straße hinunter? Pöllwitz. Welche Herrschaft? Reichenfels. Das ist da? Seitlich, mehr dort. Bewaffnete? Keine. Nur die Doppelsöldner des gnädigen Herrn. Und die kaiserlichen? Niemand im Haus. Weiter. Komm mal, komm mal, komm mal. Das Geld. Na, mach schon. So wenig? Schlechte Zeiten. Und dass du mir nicht schlecht von den Schweden redest. Ich muss erst mal verschnaufen. Reiß dich zusammen, Wenzel. Hast noch genug Zeit zum Verschnaufen. Jetzt sehen wir wenigstens noch, wohin wir laufen. Da, trink einen Schluck. Dann geht's dir besser. Das Zeug ist mir zu scharf. Wenn sich Jacobi bloß nicht geirrt hat. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lass mich nur machen. Kommt. Nichts. Nichts. Ich war in allen Verstecken. Nirgendwo eine Nachricht. Ja, was willst du denn hören? Wie die Ernte ausfällt? Kinder, bitte. Ich mach die Runde. Es ist zwar jetzt ganz ruhig, aber man kann ja nicht vorsichtig genug sein. Daniel! Ach. Was ist denn mit ihm? Ich weiß auch nicht. Wenn er will, dann wird er es uns schon sagen. Es ist spät. Ich bin noch nicht müde. Die anderen waren den ganzen Tag auf dem Feld und ich sitze hier. Und dem Vater werde ich auch fehlen. Kommt schon wieder in Ordnung. Schlaf nicht. Pass auf. Wir müssen gleich da sein. Na und was nun? Wenn sie uns hier erwischen, ist es aus mit uns. In der Dunkelheit sehen Feinde und Freunde gleich aus. Wir hätten doch bis zum Morgen warten sollen. Jetzt stehen wir da. Hey, Bauerngeneral! Wo bist du? Hier sind Freunde! Werf die Waffen weg.
Wer seid ihr? Halt! Wer da? Tor auf! Im Namen des Königs von Schweden, macht auf! Drückt auf eure Lunten! Versucht eure Lunten! Öffnet die Pfanne! Haltet hoch eure Musketen und legt an! Hör mal, Kamerad! Melde Herrn von Müfliers Leutnant Lindström mit einer Eskorte leichter Reiterei und seiner Hochwohlgeboren die freundschaftliche Grüße seiner Majestät des Königs Gustav Adolf von Schweden unter denen zu überbringen. Sobald sie näher kommen, drückt ab! Verfluchte Hinterwäldler. Sie kamen nach Pöllwitz herein wie der Blitz. Und dann ging es los. Den Schulzen haben sie gegen die Wand gestellt, hielten ihm das Eisen an den Hals, bis er die Gemeindekasse herausgab. In den Höfen, wo sie meinten, dass sie noch etwas holen können, machten sie es nicht anders. Einer ging mit dem Dreschflegel auf sie los. Sie haben ihn erschlagen. Dann brannte der Hof. Das Feuer hat übergegriffen. Die Schweden sind schlimmer als die Kaiserlichen. Ja, wir stecken unter der fremden Feldbinde deutsche Landsknechte. Man hat jedes Wort verstanden. Sie sind Gustav Adolf zugelaufen, als dieser zu siegen anfing. Gesindel. Du musst etwas unternehmen, General. Wir drei, der Wenzel, der Peter und ich, wir sind in einem Falle dazwischen gegangen. Danach mussten wir um unser Leben laufen, was das Zeug hier. Wir können nur nicht mehr zurück. Euch drei habe ich nie unter meinen Freunden gesehen. Wer hat euch gesagt, wo ich mich befinde? Erst sind wir zu Waldschenke gelaufen. Der Wirt dachten wir, würde es uns sagen können. Aber der sagt nichts mehr. Er lag in seinem Blut. Eine Kugel hat ihn mitten in die Brust getroffen. Jetzt wussten wir nicht mehr, wohin. In unserer Not sind wir dann zu Pfarrer Jacobi gelaufen. Bis nach Dölen. Er ist ein guter Mensch. Hat schon so manchen für eine Nacht versteckt, um Christi willen. Ihm sagten wir, dass wir zu dir wollten, aber nicht wüssten. Da hat er uns den Weg gewiesen. Was wird nun aus uns, General? Vorläufig könnt ihr bleiben. Pfarrer Jacobi. Passieren! Willkommen auf Reichenfels, Herr Leutnant. Wir haben auf Sie gewartet. Wir sind ein protestantisches Land und haben schwer zu leiden unter der katholischen Majestät. Wir begrüßen Sie als Befreier. Sie und in Ihrer Person Ihren herrlichen König. Seine Majestät zweifelte nicht einen Augenblick daran, in Ihnen einen Freund, Verbündeten im Kampf für den Sieg des rechten Glaubens zu finden. Herr von Müfflin. Ich bin nur der Sekretär. Ich habe es nicht gewagt, den gnädigen Herrn im Gebet zu stören. Für den großen Glaubensstreiter, Ihren König. Bitte, Herr Leutnant.
keine Angst vor. Bin der Kress aus Dürtendorf. Ist der Vater? Ja. Da ist ein Mann aus Dürtendorf. Er möchte dich sprechen. Du bist der Bauerngeneral. Die Pöllwitzer sind also gut bei dir angekommen. Was willst du hier? Ich suche den Bauerngeneral. Um ihn ans Messer zu liefern. Daraus wird nichts. Ich habe ihm was zu sagen. Wer schickt dich? Keiner. Er ist allein, niemand in der Nähe. Ich träume nicht über den Weg. Er gehört zur Burg. Du? Hast du dich geweigert, als du zuvor befohlen warst? Und? Was willst du? Das frage ich nur dem Kresse selbst. Verbindet ihm die Augen. Mein Vorgänger muss sich für Bergbau interessiert haben. Er hat sich fast alle diese Stollen angesehen. Hier hat er mit Blei Notizen über ihren Zustand und ihre Größe gemacht. Eingestürzt die meisten, verfallen, verschüttet. Nur die da bei Reichenfels. Das Gestein hält ihn. Er hat die Jahrhunderte überdauert. Es hat viel Rätselraten gegeben darüber, wo du stecken magst. Für mich kam nur diese Höhle in Frage. Gott segne es. Danke. Greif zu und lass dich nicht nötigen. Ich wusste es nicht genau. Es war nur der einzige Rat, den ich den Pöllwitz entgeben konnte. Es hätten Spione vom Schloss sein können, Herr Pfarrer. Vergiss nicht, Krisse, dass die Menschen mit vielem zu mir kommen, was den Augen und Ohren der weltlichen Obrigkeit verborgen bleibt. Das schärft den Blick. Warum haben Sie ihnen geholfen? Ich sage es rundheraus, ich verabscheue die Gewalt. Mir ist auch klar, warum die drei zu dir stoßen wollten. Aber es ist wohl ein Unterschied, ob einer die Waffe nimmt, mit ihr zu erobern, zu rauben, zu morden und zu schänden, oder ob er die Waffe ergreift, um mit ihr der Missetat zu wehren und dem Bedrängten beizustehen. Ich habe keinen Grund, den Schilderungen meiner Pfarrkinder zu misstrauen. Herr Pfarrer, ob auch die Leute von der Burg diese Karten kennen? Ja, mein Vorgänger hat gewissenhaft gearbeitet. Er hat alle seine Quellen genau aufgezeichnet. Danach liegen die von ihm kopierten Karten auf Reichenfels. Ich möchte aber denken, dass sie vergessen sind. So, jetzt stehst du vor dem Bauerngeneral. Kresse. Ich nehm's dir nicht übel, wenn du mich als Feind ansiehst. Ich habe auch lange gebraucht, für den Schluss zu dir zu gehen. Aber fürs Land wird's jetzt noch schlimmer durch die Schweden. Da denke ich, kannst jetzt nicht Freunde genug haben. Brauchst jeden. Nehmt ihm die Binde ab. Setz dich. Weißt du schon, Herr? Was? Die Schweden sind auf der Burg. Das weiß ich. Na ja, dieser Leutnant mit seinen Reitern. Aber die meine ich nicht.
Ich spreche von den feinen Herren, die mit Kaleschen gekommen sind. Ein Bevollmächtigter vom König Gustav Adolf. Ein Kommissarius mit seinem Stab. Was will er? Nun, Kaiser, ich bin nur ein einfacher Förster, aber ich habe gesehen, dass der Sekretär unseres hochwohlgeborenen Herrn ganz blass und aufgeregt war, nachdem der Kommissarius lange mit ihm gesprochen hatte. Und dann kam Herr Birnbaum zum Kriminalleutnant, bei dem ich gerade zu tun hatte. Na und, weiter. Naja, und da sagt der Sekretär zum Kriminalleutnant, das ist das Ende des Reichenfelser Landes. Ich überlege, ob wir uns nicht mit dem Kresse verbünden und ihm Waffen geben, damit er das Schlimmste abwendet. Ja, das habe ich genau gehört. Ich wollte es dir nur sagen, weil es ahnen lässt, wie schlimm es steht. Man müsste genaueres wissen, Förster. Ich höre mich um. Sie sind nicht redselig, die schwedischen Herren, aber so wie ich was weiß, du kannst auf mich zählen. Wie hast du uns eigentlich gefunden? Wenn ständig Menschen im Revier sind, wandert das Rotwild ab. Aus dieser Gegend ist es weggezogen. Ach, das hat Verdacht erweckt, ja? Es fällt nur einem Förster. Und der Mifling. Was sagt der Mifling? Ach, der bittet um gutes Wetter, macht sich lieb, Kind. Von dem ist nichts zu hoffen. Na gut. Du verstehst, dass wir dir wieder die Augen verbinden. Ja, ist schon gut. Wie lasse ich dich wissen, wenn ich Neues habe? Geh dorthin, wo wir dich gefunden haben. Schrei dreimal wie ein Adler und warte. Zum ersten Mal haben wir einen Freund auf der Burg. Das kann uns nützen. Mir ist nicht ganz wohl dabei. Er ist von hier, wie wir alle. Ist eine Zeit, in der jeder gebraucht wird. Ich erhebe mein Glas auf seine Majestät, den glorreichen König Gustav Adolf von Schweden und seine siegreiche Armee. Skål, Apollo. Skål. 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 Wein! Skulle vara en utrett för mig. Om man låter styra och ställa nu. Det ska man, det ska man. Vi ordnar vårt, kommissarius. Ich trinke auf unseren Gast, den Kommissarius seiner Majestät. Seine Exzellenz bedankt sich. Finns ganska fina flickor här, det måste erkännas. Vad syns det, min liebling? Kom i sig, Bisken. Du, ich kann nicht mehr. Danke.
Seine Exzellenz meint, sie habe hübsche Mädchen her. Wenn Exzellenz Interesse haben. Allard Vogt. Den zweiten der skulle ja in der Kastei sein. Und Herr Elkmelan Bienen, der Sermann. Exzellenz meint die Schwarze. Man möchte sie draußen unbedingt speichern. Verzeihung. Wartanwegen? Wie Tinte. Was hast du? Sie werden zufrieden sein, Herr. Er ist in der Höhle. Der Ketzer ist bei ihm, der sich als Maler ausgegeben hatte. Und dann habe ich noch drei gesehen. Und die Anne aus Dörtendorf. Das klingt ja, als wärst du drin gewesen. War ich auch, Herr. Ich habe sogar mit ihm gesprochen. Und sie haben dich laufen lassen? Ein Hitter, noch ein Blied. Ein Blonder, Tschüss. Und ein Mitzfeld. Oh, ne Finger. Das ist dann so sehr, ja. Das gab was ja dann mit einem Hitter, die Dienstfeld und Blond ist auch ein Mitzfeld. Das war das Skulier Tabakifrau. Ja. Mir Er Hund wart überall. Das ist egal. Was sollte ich Ihnen denn sagen? Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, dass er mich nicht durchschaut. Das können Sie mir glauben. Und in der Not fiel mir nichts Besseres ein. Ich glaube, es war gar nicht so dumm, was dir da auf die Zunge kam. Ich bin zufrieden mit dir. Und zu niemandem ein Wort. Und nun hör zu. Nicht weiter, nicht weiter. Triffst du von hier? Den Baum. Dann mach die fertig. Da, da kommt einer. Schieß! Na, was sagst du dazu? Der Förster will von sich aus zu uns gekommen sein und plötzlich weiß Birnbaum, wohin er die Einladung schicken muss. Eine Einladung, die dich aus dem Wald lockt. Für wie dumm hält der dich eigentlich? Der glaubt wirklich, du gehst ihm in die Falle. Hätte er meinen Kopf haben wollen, hätte doch nur die Höhle zerstören brauchen. Der weiß doch, wo wir sind. Stattdessen lädt er mich ein zu einem Gespräch in die Poststation. Ich sehe da keine Gefahr. Na, was will er denn? Eine Unterredung über beide Seiten interessierende Fragen. Ach, was hat denn der Förster gesagt? Das ist das Ende des Reichenfelser Landes. Wir müssen uns mit dem Kresse verbünden und ihm Waffen geben. Um das Schlimmste zu verhindern. So war es doch. Bis jetzt bist du auch ohne Waffen von der Burg ausgekommen. Willst du dich jetzt vor ihren Karren spannen lassen? Sie sehen sich vor die Wahl zwischen zwei Übeln gestellt. Den Schweden und uns. Wir sind das kleinere Übel. Und deshalb wollen sie sich mit uns gegen die Schweden verbünden. Gut. Später, wenn die Schweden weg sind, denken sie, ist immer noch Zeit, mit uns abzurechnen. Aber erstmal brauchen sie uns.
Du, ich habe den Birnbaum kennengelernt. Der ist raffiniert. Der ist mit allen Wassern gewaschen. Der geht doch nicht das Risiko ein, einen Kresse zu bewaffnen. Ach, ihm geht es nur um das gute Leben auf der Burg. Und damit ist es vorbei, wenn die Schweden alles wegschleppen. Glaubt ihr denn wirklich, dass ich vor diesen hohen Herren kriechen würde? Oder dass es mir nur darum geht, meine Freunde mit guten Waffen auszustatten? Du bist der Bauerngeneral. Bisher hast du immer richtig entschieden. Wir vertrauen dir. Also, entscheide. Gut. Ich höre mir an, was er zu sagen hat. Tu's nicht, Georg. Der Herr Birnbaum soll nicht denken, der Kresse hätte aus Angst vor ihm gekniffen. Wenn ich wiederkomme, soll Wein da sein. Vom Besten, den der Kellermeister zu bieten hat. Vom Spanischen. Ich werde sehr durstig sein. Es wird ein heißer Tag. Mir ist nicht wohl dabei, Georg. Denkst du mir? Die Herren haben schöne Worte, ich weiß Bescheid. Bleib. Komm. Am liebsten wären wir selbst dabei. Und Sibylla. Wir haben einen guten Fechtlehrer gehabt. Es hätte uns gelockt, diesen Kresse persönlich in die Schranken zu weisen. Er fehlt uns doch auch nicht am Mut. Sibylla. Nein, Heinrich. Aber es wäre unter unserer Würde. Davon hat uns Birnbaum sehr beredt überzeugt. Ein Müffling schlägt sich nicht mit einem Bauern. Selbst wenn man den den General nennt. Wenn er den Kresse heute zur Strecke bringt, dann hast du keinen Grund mehr, Birnbaum das Gut noch länger vorzuenthalten. Das Gut Meinersdorf. Wir werden ihn auf die Schulter klopfen und huldvoll sagen, dass der Meinersdorf ein beträchtliches Stück näher gerückt sei. Du glaubst gar nicht, Sibylla, wie ungemein sowas anspornt. Anne, pack alles zusammen, du musst hier weg. Es könnte hier heiß hergehen in nächster Zeit. Wohin? Es ist alles vorbereitet. Der Rüdiger aus Mähler wird dich führen. Daniel, ich verstehe dich nicht. Du bist doch sein Freund und lässt ihn alleine reiten. Ich kann den Georg nicht hindern, allein zu reiten, wenn er allein reiten will. Er kommt, verschwindet!
Sie wollten mich sprechen. Hier bin ich. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, Herr Kress. Bitte nehmen Sie Platz. Ich sitze. Was nun? Was hattest du erwartet, Bauer? Greift ihn. Im Namen des Gerichts, Herr, du bist verhaftet. Sie sind über alle Berge. Die Höhle ist leer. Verschwinde. Raus! Wenzel! Es ist alles ruhig. Sie werden die Suche aufgegeben haben. Der Platz ist wirklich ideal. Jeder Angreifer leicht auszumachen. Ein ganzes Dorf kann sich hier eine Weile verstecken. War eine gute Idee von Daniel. Georg, kommst du?